Er hat mir mal zu spätnächtlicher Stunde mal gesagt, er will unbedingt Trainer und Manager werden. Dann soll er es doch werden. Dann kann er doch beweisen, welche Qualifikationen und welche Fähigkeiten er dann eben in diesen Jobs hat. Also ich hoffe nicht und wünsche ihm nicht, dass es am Ende des Tages keinen gibt, der ihm diese Möglichkeit einräumt. Haben Sie denn die Sorge, dass Effenberg sich gerade so ein bisschen ins Abseits schießt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, nur eins vergessen diese Herrschaften immer. Dass dieses ja nicht nur beim FC Bayern so wahrgenommen wird, sondern das wird auch in Hamburg, in Berlin, in Bremen und auch in Mönchengladbach so wahrgenommen. Und das ist, ich glaube, einige machen sich da diesen Weg manchmal selber zu, den sie gerne gehen würden.